Unser größter Kampf steht bevor. Wir sind Rang 2. Doch um Rang 1 zu erhalten, müssen wir den großen Aurelius besiegen. Und deshalb bin ich nun endlich bereit, diesen Kampf aufzunehmen. Ah, Bomber, du möchtest dich anmelden, ne? Okay. Rang 1, du kämpfst gegen die Ass-Coup-Patrouille. Im Folgenden Kampf solltest du keine Sternattacken nutzen. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Zeig mal einen guten Kampf. Ach, ist Aurelius wie Rang 0 oder wie ist das? Ich dachte, jetzt würden wir gegen ihn kämpfen. Das klang jetzt aber nicht wie Aurelius, wenn ich ehrlich bin, aber okay, wir schauen es mal. Und gehen erstmal mit. Ist das jetzt doch noch nicht der letzte Kampf? Ich habe halt gedacht, bei Rang 1? Was soll denn höher sein als Rang 1? Aber nee, das ist er noch nicht. Wir gehen auf folgenden Kampf hin. Bomber Luigi gegen der Rasiermesserschwinger, die Asko-Patrouille. Das alleine? Wer der Stärkere von uns ist, das wird sich gleich zeigen. Dann los geht's, let's fight! Der Typ? Coup-Patrouille? Der ist alleine? Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Na gut, keine Sternattacken, verstehe. Aber dann muss ich erst noch meinen Gegner hier verstehen. Was hat der Kollege denn so drauf? Eine Ass-Coup-Patrouille, der sieht aber ziemlich stark aus. 25 KP, 5 Angriff, 2 Verteidigung. Besonders gefällt es in seinen Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Und diese roten Augen sind mir irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen? Ja, weiß ich nicht, Gumbrina, ob der nur schlecht geschlafen hat. Warte, wie viel Verteidigung hat der? Der hat 2 Verteidigung. Okay, normale Angriffe werden wahrscheinlich nicht super viel auswirken. Aber was tue ich denn dann? Habe ich irgendwas Besseres? Lass mal sehen. Ich könnte vielleicht jemand anderen eintauschen. Little Boshi könnte ihr vielleicht besser helfen. Wow! Alter! Was sollte das denn? Oh no. Macht größer und erhöht die Angriffskraft. Das könnten wir auf jeden Fall mal versuchen. Mach ich das auf Boshi? Ich mach's auf Boshi. So, zack. Mal 2 oder plus 2, was auch immer. Und dann machen wir den Saugmatz. Denn auf ihn drauf springen können wir wahrscheinlich. Nicht. Oh, ich hab gespammt. Ich hab vergessen, dass man das gedrückt halten muss. Okay, das war mein Fehler. Absolut meine Verschwendung. Sorry dafür. Geht schon mal super los, der Kampf. Ja, damn. Was nun? Nochmal. Diesmal gedrückt halten. So. 7 Schaden. Not bad. Aber jetzt muss ich wirklich mal herausfinden. Mache ich Damage mit dem Hammer? Nein, warte, man hat 2 Verteidigungen. Ich mache wahrscheinlich gar keinen Damage. Wollte jetzt auch gar nicht erst ausprobieren. Ja, okay, Sternattacken dürfen wir sowieso nicht einsetzen hier. Ja, ich schätze, Mario kann hier nicht viel machen. Muss Little Boshi einfach am Leben halten. Dass er es schafft für uns. Was anderes würde mir gerade nicht einfallen. Na, crap. Genau das habe ich nämlich schon erwartet, dass sowas passieren würde. Okay. Ja, nimm. Ich weiß. Ich gebe ihm einfach einen Tropf-Tiro. Damit sollte er sich komplett voll heilen, ne? Warte, habe ich das verwechselt? BP erholen sich kurzfristig. Nee, das war das Falsche. Verdammt. Habe ich nichts zum Heilen? Ja, nein, ich habe wirklich nichts. Der Trockenpilz macht 1. Das macht gar nichts gefühlt. Also es würde nichts wirklich ändern. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie schlecht bin ich bitte? Oh Junge. Oh Gott. Aufwachen, Mike. Aufwachen. Wir sind hier mit einem epischen Kampf. Wir können ja nicht faulenzen und Blödsinn machen. Nee, stopp mal bitte. Oder war das ein Heil? Ach, keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen, da waren so viele Gegner vor. Mal eine Scheunlake. Was anderes kannst du gerade eh nicht machen, Mario. Muss einfach hoffen, dass der Little Boshi jetzt nicht mehr angreift. Komm, das Timing ist halt wirklich nicht schwer und trotzdem verkacke ich's. Das ist so traurig. Höh! Ach, das schon wieder. Yo! Bingo! Let's go!
Das hier, ah, das heilt aber nur die Sternenenergie. Ja toll, die darf ich hier nicht benutzen, Mann. Ja, und Little Bochi ist tot. Super. Ja, komm, gib's auf. Ich starte den Kampf nochmal neu. Das bringt nichts. Schade. Ich bin nochmal zurückgegangen, um mir kurz Heil-Items zu kaufen und der Typ spricht mich an. Hallo, ich erkenne da etwas, diesen widerspenstigen Eigeschliff. Oh, das rührt mich. Aber kostet doch einen von Bratens leckeren Hotdogs. Er kostet nur 10 Münzen, magst du? Jo, davon kaufen wir uns einfach nochmal ein. Und hier ist ja noch ein Itemladen, wo wir, glaube ich, auch nochmal etwas Hilfreiches bekommen können. Wie diesen Superpilz, der 10 KP wieder aufheilt. Außerdem, was wäre noch gut? Der Kraftpunsch wäre nochmal super. So. Ey, hast du eine Menge Rabattpunkte gesammelt? Du kriegst einen Pilz als Prämie. Danke. Hab gleich auch geachtet. Ich würde tatsächlich sogar nochmal einen Kraftpunkt und nochmal einen Pilz kaufen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Weil die beiden Items mir ziemlich gefallen. Und ja, dann hau ich jetzt wieder zurück ab zum Kampf. So. Dann bin ich jetzt aber auch wirklich ready. Direkt auch Little Bochi ausgerüstet. Jetzt habe ich eine Taktik, jetzt habe ich einen Plan. Und zwar Items. Aber warte mal, vielleicht kriegen wir jetzt eine neue Herausforderung. Darfst deinen Partner nicht wechseln. Vertrau deinem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Beängstigend, oder? Aber zeig mir einen guten Kopf. Okay, das heißt, wir können ihn eigentlich jetzt easy peasy killen. Wir brauchen eigentlich nicht mal die beiden Kraftpunsche, die ich gekauft habe. Aber ich wollte ihn nur zur Sicherheit mal holen. Denn es gibt ja auch, also pro Kampf gibt es ja mehrere Challenges, die kommen können. Hätte ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber es hätte ja vielleicht sein können, dass ich nochmal die gleiche Challenge bekomme, obwohl es bisher noch gar nicht passiert ist. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Und ich bin da jetzt auch ready. Und mit Partner auswechseln ist gemeint, dass jetzt Little Bochi nicht zu zum Beispiel Gumbrina so wechseln kann. Aber hier, wer auswechseln zum Angreifen, das darf ich. Apropos, einfach nur, weil das meine Taktik war. Kraftpunsch auf Little Yoshi, Bochi. Und dann werde ich mit ihm sofort den Saugmatz benutzen und ich werde ihn diesmal nicht verkacken. Ich war gerade scheinbar noch zu müde. Keine Ahnung, was da los war. Ich kann es euch nicht sagen, aber das passiert mir nicht nochmal. Junge, macht der viel Schaden. Das muss man ihm lassen. Der macht wirklich viel Schaden. Aber eine Staffelattacke wird nichts bringen. Der hat einen spitzen Helm auf. Ich glaube, das geht nicht. Bin mir nicht sicher, aber wir lassen es, glaube ich, mal. Wir müssen es nicht unbedingt provozieren, oder? Ja, ansonsten, was mache ich jetzt noch? Ich meine, okay, ich kann es jetzt mal mit dem Hammer versuchen, aber ich bin sehr sicher, es macht keinen Schaden. Es macht Schaden! Oh! Huh. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen. Ding, 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 ding. Ich kann mich doch sogar jetzt schon besiegen. Wie viel Schaden mache ich denn nochmal? Yeah! Oh yeah, das ging viel besser jetzt. Ein Kraftpunsch, bisschen aushalten, einstecken, das war's. Das war Rang 1? Ich meine, okay, ich bin einmal gegen ihn KO gegangen, aber auch nur wegen meiner eigenen Dummheit. So schön war der jetzt doch nicht. Gewinner ist Bomba Luigi! Das ging ja mit links diesmal. Ja, das ist in der Tat viel smoother abgelaufen. 30 Münzen, du bist jetzt Rang 1. Yeah! So. Man sieht sich. Hä? Also gibt's doch so einen Rang 0 jetzt, oder wie? Hä? Hey, du hast schon wieder eine E-Mail bekommen. Was steht denn jetzt diesmal drauf? Ja, lass mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Von X. Die ist von diesem X diesmal. Er ist mir zwar nicht geheuer, aber anders kommt wir wohl nie an das Sternjuwel. Also, die Bomba Luigi Poster in der Lobby sollen wir von der Wand nehmen? Na gut, dann komm schon, gehen wir. Ja, also X hat uns ja den Hammer geschenkt, deshalb vertraue ich ihm eigentlich mehr als die Briefe, die kein X drauf haben, sagen wir es mal so. Okay, wenn er meint, wir sollen irgendwelche Poster oder so abhängen, dann machen wir das mal. Ich habe schon fast ganz vergessen, dass man auf den kleinen Yoshi ja reiten kann. Das darf man eigentlich nicht vergessen, aber ja. Oha!
Nur noch Mario-Poster sind hier. So, jetzt machen wir den Sticker-Sound, reißen die da ab. Ja. Wie machen wir das überhaupt? Wie reißen wir die ab? Geht das nicht? Wie sollen die doch... In der Lobby? Hier ist doch die Lobby. Warte mal, was? Oh, hier ist ein Sternsplitter. Nice. Aber das habe ich gar nicht gesucht. Warte mal. Ich kann die doch bestimmt wegpusten von der Seite. Ja, ich kann hier wegpusten. Ohne Witz. Ich finde das, wie die Partner hier geregelt werden in diesem Spiel, viel besser als im Vorgänger. Dass man mal sie benutzt oder auch Kupio benutzt. Das hast du kaum gesehen im ersten Teil, dass du seine vorgängigen Partner nochmal benutzt hast. Und das gefällt mir. Und es ist bisher zumindest auch so gewesen, dass man immer nur einen Partner, oder dass man generell einen Partner pro Chapter bekommen hat. So wie ich es auch erwarte, wie es sein sollte. Und daher, ja. Das finde ich bisher ziemlich gut geregelt. Generell, das Spiel bisher ist not bad. So, okay, alle abgemacht. Und jetzt gehen wir aber auch wirklich zu unserem vermutlich finalen Kampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier nach noch irgendwas anderes kommt. Das muss doch jetzt auch Redo sein. Wir müssen doch jetzt gegen den Champion kämpfen, oder? Kämpfer Bomba, du bist derzeit für den Kampf gesperrt. Hä, was soll das denn bedeuten? Ob das wohl auch das Werk von diesem X ist? Wie, wir sind gesperrt? Hä, wie bitte? Das kannst du nicht ernst meinen. Doch. Hä? Ja, ich finde auch ziemlich hä. Kann nicht sein. Immer noch besetzt. Da ist bestimmt dieser X drin, oder? Ja, aber ist immer noch gesperrt. Wieso dürfen wir nicht mehr kämpfen? Hallo? Also da gehe ich mich erstmal beschweren hier. Das ist der Klopper ins Büro. Darfst du nicht rein? Ich muss da rein, Mann. Ich habe eine Beschwerde aufzugeben. Wieso geht es hier nicht weiter? Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt rumschnüffeln. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ich werde jetzt nochmal hier rumschnüffeln. Na, den Schlüssel verhaben wir noch nicht. So, Bauschi. Bring mich mal. Bring mich mal darüber. Sehr gut. Okay. Kann sein, dass ich hier komplett falsch bin, aber das ist jetzt mein erster Gedanke. Dass wir schauen, was der hier gerade macht. Und ja, das scheint richtig zu sein. Keiner da. Keiner da. Er ist weg. Okay. Aber seine Tür wird halt überwacht. Da kommen wir auch nicht entlang. Haben wir vielleicht doch noch nicht alle Poster abgehangen? Eigentlich doch schon, oder? Okay, der lässt uns nicht durch. Garderobe der zweiten Liga dürfen wir auch nicht durch. Nee. Wir werden hier nirgends noch mal reingelassen. Hallo! Ich bin doch dein bester Kämpfer, was soll das? Ja, du bist doch der Kämpfer von Bombo Luigi, ja dann geh durch. Ja, nee, Kollege, bringt mir nichts. Da durchzugehen bringt rein gar nichts. Oh, warte mal. Kann das sein, dass hier oben noch... Oh, okay. Hier sind noch ein paar Poster. Deshalb sind wir gesperrt. So, dann erstmal unsere Arbeit erledigen. Ja, okay. Hier oben waren wir, glaube ich, ein, zweimal. Oh, hey! Oh! Der Lagerschlüssel und... natürlich weiß ich sofort Bescheid. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers. X. Okay, das ist ziemlich eindeutig, ne? Die Tür im... Ja, kann ich hier nicht so durchklettern? Ne, schade. Die Tür im Lager, ja, da waren wir gerade. Oh, warte mal. Ich glaube, die Tür führt zu Clubbones Zimmer. Zu seinem Büro. Weil das ist doch direkt nebenan und das ist eine Tür, die nach rechts geht. Doch, doch, ich glaube, das ist so. So, komm, Brina, finden wir es heraus. Falls gleich ein Kampf kommt, will ich lieber sie draußen haben zum Scannen. Weil das wird ja ziemlich crazy, glaube ich. Schauen wir mal, was abgeht. Okay, eine weitere Lagerhalle. Wir müssen auf jeden Fall mit Little Boshi rüberfliegen. Wuhu! Mario ist immer noch guter Dinge. Ich hätte ja richtig Schiss, wenn ich in seiner Situation wäre, aber gut.
So, und weg damit! Hä? Au, oh, aber... Was ist denn? Savum und Marona! Hey, was machen die beiden denn hier? Die wollten doch aufgeben. Was zum... Hey, Kollege! Mama! Geh nicht in den Lernring! Oh. Hey, Samon, kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken? Was ist mit ihm? Marona? Der kann gar nicht mehr reden, der Junge. Was ist hier bitte passiert? Können wir den aufhelfen? Nee, das funktioniert nicht. Die wollen nicht aufwachen. Alter, was ist denn mit denen passiert? Wurden die komplett platt gedrückt oder was? Das kann doch nicht sein. Warte, vielleicht können wir doch die Boxen hier wegpusten? Vielleicht ist eine von denen fake? Hä? Oh! Nett. Hab man überhaupt nicht gesehen, finde ich. Also ich hab's zumindest nicht gesehen. Was zur Hölle? Okay, soll ich die jetzt einfach nur sehen oder... Oder vielleicht kann Brina kurz scannen lassen. Samon? Wer hat das bloß angetan? Ja, wer hat ihm das bloß angetan? Das ist eine gute Frage. Aber Marona, was ist denn bitte passiert? Ja, keine Ahnung. Es ist aus. Oh. Wie ist es aus? Ich kann nicht mehr. Okay. Mario, hast du gesehen? War das nicht Totsukova? Was hat das denn schon wieder zu bedeuten? Sie hat uns erwischt. Sie weiß, dass wir es wissen. Oder zumindest, dass wir ihr auf der Spur sind. Ich glaube nicht, dass Klappon böse ist. Ich glaube eher, dass die Lady böse ist. Wenn ihr mich fragt. Das ist alles ziemlich verdächtig. Ziemlich suspicious. Dürfen wir vielleicht jetzt wieder kämpfen? Ich kann es da zumindest mal versuchen. Ob das Ding jetzt vielleicht funktioniert. Ta-ding! Ja, tatsächlich. Hallo, Bombard. Also, nächster Kampf, ja? Bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Du wirst es nicht glauben, aber in diesem Kampf gibt es nur eine Auflage. Es gibt keine Auflagen. Du darfst diesen Champion mit restlos allen Mitteln bekämpfen, die dir zur Verfügung stehen. Also los, ab in den Ring. Schnapp dir den Champion-Titel. Okay, dann machen wir's. Los geht's. Bomber, dein letzter Kampf steht vor. Ja, los geht's. Ich glaube, nach diesem Kampf werden wir sehr viele Antworten bekommen zu ziemlich all unseren Fragen. Moment mal, hier lang geht es aber nicht zum Ring. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen, also folgt mir einfach. Okay, für den Champion-Kampf geht's woanders lang? Aber wo denn? Hey, wo bringt er uns denn hin? Ich habe keine Ahnung. Er geht einfach nur im Kreis? Will er nur Zeit schinden? Was soll das? Hä? Hallo? Was sollen wir hier? Wartet hier. Hä? Bruder, wir hätten auch den anderen Gang gehen können, dann wären wir schneller hier gewesen. Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein, aber es ist gar keiner da. Wir sollen ja warten, aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Was geht hier ab? Mo, kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi, derzeit auf Rang 1 der ersten Liga, trifft endlich auf unseren Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius. Champion, mach's dir platt. Champion, mach's dir platt. Na gut, Aurelius, unser Champion. Bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion. Und das bin ich, also.
Soll dieser bärtige Gnome Luigi doch versuchen, mich zu besiegen? Den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Warum ist also schnell aufgestiegen als du selbst, Aurelius? Und, was soll das schon heißen, hä? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Der hat ziemlich viel Selbstvertrauen, der Kollege. Das hat aber ganz schön lange. Ich geh mal fragen. Okay. Hä? Mario, das ist... Die Tür ist abgeschlossen. Die haben uns eingesperrt. Was? Hey! Spinnt ihr? Begrüßen wir nun den Herausforderer, den hämmernden Henker Bomba Luigi! Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bomba Luigi? Kneift er etwa? Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt in die Hose gepisst. Was für ein Drama! Sollte Bomba Luigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Okay, und? Dann können wir doch einfach einen neuen Kampf starten. Also zumindest war das bisher immer so im Terminal. Hä? Wenn wir nicht im Ring erscheinen, wird der Kampf als Niederlage für uns verbucht. Also müssen wir irgendwie herauskommen. Können wir nicht einfach hier am Computer anrufen? Ah, die Batterien sind leer. Verdammt! Lass uns kurz mal alles anschauen. Ein Cent. Warum ist da ein Peach-Poster? Seht ihr das? Warte mal, das hat einen Knicks. Oh, okay. Aber lass mich erstmal kurz mich hier noch ein bisschen mehr umschauen. Wir wissen, ob es hier noch mehr gibt als nur dieses Poster. Okay, kann man halt ein paar Münzen noch bekommen, aber... Nee. Mit Arona sollen wir hier das Poster wegblähen. Aber warte, wir müssen doch... Oh, ich wollte es mitnehmen. Ach, schade. What? Hier hat jemand gewohnt? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Öffnen? Ach, sieh mal einer an, wo wir hier sind. Okay. Ja, war mir schon klar. Hier ist nämlich besetzt, wie immer gesagt wurde. Oh, Lebenspilz. Wenn wir sterben, dann werden wir mit 10 KP wiederbelebt. Sehr nice. Das ist also wie ein One-Up. Warum auch immer das nicht einfach ein One-Up ist. Ja, war im Original auch schon so, also. Was soll's. Okay, ausruhen können wir uns hier wohl scheinbar nicht. Ja, und hier ist der Unterschied. Das ist so komplett kaputt. Das führt uns hier wieder weg. Können wir hier lang? Oh, nichts zu machen. Die geht auch nicht auf. Ja, sehr weird. Ich hab auch keine Ahnung, woran das liegt. Nee, warte mal. Das ist nicht der besetzte Ort. Hier ist einfach ein Klo. Na, okay, Marius klemmt da. Ich schätze, wir müssen durch. Ekelhaft. Hä? Hä? Denken sich, was ist das für ein Geräusch? Sonst spielt doch niemand ab. Oh, hey. Wir sind hier. Aber was sind wir nur? Egal, wir sollten auf jeden Fall schätzen zum Ring. Ja, wo sind, ne? Hä, was ist los? Hast du deine Hammer auf der Toilette vergessen? Manchmal bist du wirklich ziemlich schusselig, Mario. Bomba Luigi, sorry. Hey, Bomba, müsstest du nicht eigentlich im Ring stehen? Ja, das müsste ich. Bomba, was machst du denn hier? Schnell in den Ring! Ja, ich weiß. Ich weiß. Was ist denn auf der Toilette zu suchen, Bomba? Ja, ich musste mal, okay? Ich musste einfach mal, komm. Auf zum Kampf. Kampf. Los. Du bist bereit für einen Kampf angemeldet. Du kämpfst gegen Aurelius. Deine Auflage lautet, es gibt keine Auflagen. Ja, hä? Okay. Dann komm, lass mich kämpfen, bitte. Hallo. Hallo. Ach, jetzt sagt er nichts. Okay. Dürfen wir jetzt zumindest mal durch? Ja, jetzt dürfen wir durch. Endlich. Geh nicht in den leeren Ring, wurde uns gesagt. Gut, dass er nicht leer ist. Oh, da ist er ja endlich. Es hat lange gedauert, aber Bomba Luigi, einen großen Applaus für Bomba Luigi. Bomba, 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 Bomba. Ich habe es gerade noch geschafft. Unser Publikum jubelt zu dir. Wow. Schnell, geh vor hoch in den Ring. Bomba, gib sie. Bomba, Bomba, endlich, endlich.
habe so viele Fans mittlerweile. Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bomba Luigi! Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Wir erwarten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf und endlich der Gong! Ding ding! Let's fight! Los geht's! Gegen den Champion Aurelius! Hat der auch irgendwas hier mit dieser komischen Masche zu tun? Mario, endlich kämpfe ich gegen den Champion! Komm, machen wir ihn fertig! Er hätte besser eingeschlossen bleiben sollen. Warte, er hat uns eingeschlossen? Was? Das ist also die Security dazu überreden, uns einzuschließen? Genau, und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt. Ich mache jeden fertig, der sich mir den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du also auch das Sternjubi versteckt und uns diese Drohungen geschickt. Was? Davon weiß ich nichts. Sternjubi? Nie gehört. Aber was auch immer, besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht, aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricks ein Ass. Ich werde euch im Handumdrehen zu Kleinholz hacken. Das denkst aber auch nur du, Aurelius. So, Gumbrida hat sich ganz viele Kämpfe von ihm angeschaut. Gib mir mal die ganze Info. Was, Aurelius? Seine Luftangriffe sind eine Klasse für sich. 40 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Abgesehen von den Luftangriffen hat er wohl keine besonderen Spezialitäten. Aber ich denke, wir sollten uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Nimm mich lieber in Acht, Mario. Okay, also er stellt nicht ein, aber er teilt aus. Habe ich jetzt so verstanden, ne? Okay. Schauen wir mal, wie ihm der Maxi-Beben schmeckt, wenn wir direkt mal mit so einer Attacke hier durchstarten, ja? Also, ab geht's. Jetzt bloß nicht das Timing verkacken. Bitte nicht. Ich habe, glaube ich, heute mich schon genug blamiert. Also komm schon. Ich muss es jetzt schaffen. Ich muss meinen Skill beweisen. Ich habe Skill. Ich bin der große Bomba Luigi. Niemand kann mich aufhalten. So, schön. 6 Schaden. Okay, ich habe 8 Schaden erwartet. Wow, Alter. Okay, das geht aber noch vom Schaden her. Das geht noch, finde ich. Machen wir den Multikopfnuss. Ich will mal versuchen. Okay, nett. Das war auf jeden Fall not bad. Darf ich einen Hammer benutzen? Ich glaube, ich mache lieber eine Stampfattacke auf ihn. Bam. Okay, sehr schick. Vielleicht können wir noch ein Maxi-Beben machen. Ich habe euch für unterschätzt. Gut, es bleibt spannend. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Und los geht's! Was zum... Wow! Alter! Der hält sich einfach an der Stage fest. Ist der Typ noch ganz bei Sinne? Ah, scheinbar nicht. Was? Wie habe ich das Timing bitte versaut? Das macht einfach absolut keinen Sinn. Oh Mann. Ja, okay, da habe ich es vielleicht ein bisschen versaut. Aber trotzdem, was zur Hölle? Das läuft gerade gar nicht mehr hier. Ah, Mist. Ach, Mist. Er macht uns ziemlich fertig. Aber er hat nicht mehr viele Leben. Mann, das kann doch nicht sein. Lass ich den Kack jedes Mal falsch machen. Und jetzt habe ich einen anderen Punkt genutzt. Egal. Nächste Runde ist er fertig. Der kann nichts. Er macht nur sehr viel Schaden. Mehr macht er nicht. Verdammter Mist! Ihr bringt mich ganz schön ins Schwitzen, das gebe ich zu. Ich hätte euch schon viel früher kalt stellen sollen. Aber da es nun einmal so weit gekommen ist. Hä? Was zum. Wow, oh, ey, ey, stopp, 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 hallo! Ich kann nicht drücken! Was zur Hölle? Wer stellt da oben so viele Eimer hin? Oh nein, das kann ich nicht mehr erwischen. Oh, das ist gar nicht gut. Wie soll ich ihn jetzt bitte angreifen? Ich habe nichts, um ihn zu erreichen. Weder noch ein Sprung, noch ein... Ich hab den Erdbeben. Ich hab den Erdbeben! Ja! Da fällt er runter. Oh, wie er runterfällt. Er fällt auf die Knie! Nein, warum fällt es auch nicht immer? Ich verstehe es nicht. Ah! Pass bloß auf! Ich sind ja noch lange nicht fertig. Bist du dir sicher, Mann? Also wir sind alle drei fast dead. Kollege,
Gib's einfach auf. Es ist vorbei. Aurelius, der unbesiegbare Champion, besiegt von diesen halbstarken Pappnasen. Ja, so sieht's aus. Und als Dank dafür kriegen wir zum Schluss noch einmal ein verdientes Level Up. Oh, so langsam bräuchte ich schon mal KP, oder? Ja. Machen wir OP. Und holen wir uns nach diesem Chapter mal ein paar Orden. Klingt zumindest ganz gut, wenn ihr mich fragt. Mario wird Popstar! Seine nächsten Kämpfe finden auf großen Bühnen statt. Wait, what? Die Shy Guys.